Schmerzfrei laufen mit einer Sehnenscheidenentzündung hinter dem Innenknöchel. Diagnostik, Therapie, Training mit dem Running Doc. Hallo, ich bin Matthias Marquardt. Ich zeige dir heute, wie man Schmerzen der Sehne vom hinteren Schienbeinmuskel hinter dem Innenknöchel effektiv therapieren kann. Und dafür haben wir heute Josie zu Gast. Josie, nimm doch bitte einmal Platz. Josie, was sind das für Beschwerden, die dich hierher führen? Ja, ich habe Schmerzen am rechten Knöchel, vor allem so hinter dem Knöchel. Und wann treten diese Beschwerden auf? Ja, vor allem bei Belastungen, aber auch danach. Was sind das für Belastungen, Josie? Ja, das ist mein Lauftraining. Okay, du bist Läuferin. Wie viele Kilometer läufst du pro Woche? Ja, zwischen 30 und 40. Ja. 30, 40 Kilometer. Die Beschwerden haben manchmal auch einen längeren Verlauf. Wann begann das denn bei dir? Ja, ich muss zugeben, schon seit gut 2 Jahren jetzt. Aber jetzt ist es doch mehr geworden in letzter Zeit. Okay, das werden wir jetzt mal genau untersuchen. Die Beschwerden, die Josie beschreibt, deuten auf eine Überlastung des hinteren Schienbeinmuskels mit der dazugehörigen Sehne. Es gibt 3 Sehnen am Innenknöchel und die vordere davon, das ist die Sehne vom hinteren Schienbeinmuskel. Nicht so selten diese Verletzung. Bei bis zu 10% der Menschen tritt im Laufe des Lebens eine solche Überlastung auf. Das Ganze wird dann ein Problem, wenn nicht nur die Sehnenscheide gereizt ist und Schmerzen macht, sondern wenn sich die Sehne chronisch verändert, verdickt und Mikrorisse erfährt. Dieser Prozess ist dann schwer umkehrbar und kann sogar in der Notwendigkeit einer operativen Therapie münden. Soweit sind wir hier nun noch nicht. Wichtig ist zu erkennen, wann solche Beschwerden häufig auftreten. Und das ist der Fall, wenn der Fuß innerhalb der Laufbewegung verstärkt nach innen eindreht. Wir reden da von einer Überpronationsbewegung bei einem Knickfuß. Denn der hintere Schienbeinmuskel setzt direkt hier in der Mitte des Fußlängsgewölbes an. Und wenn dieses sich absenkt, gibt es eine zu große Dehnbeanspruchung auf der überlasteten Muskelgruppe. So erklärt sich, dass insbesondere Frauen in höherem Lebensalter mit größerem Körpergewicht und einer Knickfußstellung und Beinachsenfehlstellung wie X- und O-Bein von dieser Sehnenüberlastung betroffen sind. Wird das wieder gut, die Überlastung der Sehnenscheide vom hinteren Schienbeinmuskel? Wenn man diese Erkrankung früh erkennt und behandelt, sind die Therapiechancen sehr, sehr gut. Und das auch nur mit Krafttraining, Einlagen und lokaler Therapie. Wenn dieses Beschwerdebild langjährig ignoriert wird und immer weiter in diese Fehlstellung hineingearbeitet wird, kann die Sehne allerdings so schwer degenerieren, dass nur noch operative Maßnahmen zur Beschwerdefreiheit führen können. Deshalb ist es wichtig, früh korrekt zu therapieren. Schmerzen am Innenknöchel treten sehr gerne direkt hinter dem Innenknöchel auf, wo sich 3 Sehnen befinden. Der Kleinzehenbeuger, der Großzehenbeuger und der hintere Schienbeinmuskel, der läuft hier vorne rum und setzt da vorne am Kahnbein an. Und dann ist der Druckschmerz hier so im Verlauf, wenn ich da hochgehe, und teilweise bis in die hintere Schienbeinmuskulatur hinein. Das merkt Josie auch deutlich. Wir wissen also schon, was es ist. Werden aber jetzt auch noch mal die hintere Gelenkkette ansehen und schauen, ob die Muskulatur dort gut beweglich ist und ob es im Hüft- und Kniegelenk noch andere auslösende Faktoren für eine Fehlbewegung gibt. Die Fußstellung werden wir uns gleich in der Fußdruckmessung ansehen, um auch in der Funktion herausfinden zu können, ob es überlastende Faktoren gibt. Im Ultraschall können wir beurteilen, ob es eine Sehnenscheidenentzündung gibt und ob die Sehne degenerativ verändert ist, also schon kleine Risse und Veränderungen aufweist. Wir sehen hier direkt hinterm Innenknöchel die Sehne des hinteren Schienbeinmuskels. Wir sehen allenfalls einen leichten Flüssigkeitssaum und keine relevante Veränderung der Sehne selbst. Das ist eine gute Nachricht. Wir haben im Ultraschall einige Flüssigkeitsschlieren entlang der Sehne gesehen. Im MRT haben wir dies noch genauer untersucht und wir sehen auch dort Flüssigkeit in der Sehnenscheide entlang der Sehne des hinteren Schienbeinmuskels. Dieser ist also überlastet. Die Frage ist nun, warum kommt es dort zur Überlastung? Und dafür hilft uns jetzt die Fußdruckmessung weiter und zum anderen die Bewegungsanalyse, damit wir sehen, wo Fehlbewegungen möglicherweise entstehen. Deshalb gehen wir jetzt einmal in die Funktionsdiagnostik. Mit der Fußdruckmessung können wir Fußfehlstellungen sicher erkennen und vor allem Fehlbelastungen im Fußlängsgewölbe, die den hinteren Schienbeinmuskel überlasten.
Biomechanische Markierungen erlauben eine Beurteilung der Beinachsen und Fußstellung bei der Bewegungsanalyse. In der Bewegungsanalyse erkennen wir Fehlstellungen von Becken, Beinachse und Fuß in der Bewegung. Dafür machen wir die Untersuchung zuerst barfuß und dann mit dem verwendeten Schuhwerk. Josie, wir haben jetzt die Ergebnisse aus deiner Bewegungsanalyse und sehen in der Fußdruckmessung tatsächlich eine Verlagerung der Ganglinie in Richtung der Innenseite. Das passiert dann, wenn das Fußgewölbe nach innen nachgibt und bei diesem Prozess wird eben die Sehne an der Innenseite gerne überlastet. Zusammen mit der leichten X-Beinstellung, die wir in der Bewegungsanalyse gesehen haben, ergibt sich die Notwendigkeit, den Fuß mit einer Einlage zu unterstützen. Du hast jetzt eine Einlagenversorgung mitgebracht, die hier auch eine Unterstützung an der Innenseite aufweist. Ich würde diese allerdings noch stärker betonen, damit wir hier eine noch bessere Abstützung auf der Innenseite erzeugen. Das ist ganz wichtig. Und so eine Einlage muss sich natürlich in einem Schuh befinden, der das Ganze auch halten und stützen kann. Das heißt, der Schuh muss ein Mindestmaß an Stabilität haben. Das hat dein Schuh. Wir haben aber noch ein anderes Problem mit dem Schuh. Wir haben hier ein Modell ohne Fersensprengung. Das heißt, dieser Schuh ist hinten genauso hoch wie vorne. Und das macht wiederum eine Mehrbelastung im Sinne von einer Dehnung auf diese Sehne, die ohnehin schon sehr belastet ist. Und wir würden hier durch einen Schuh mit leichter Fersensprengung von 8 bis 10 mm eine leichte Spitzfußstellung mit Entlastung der Sehnenspannung herbeiführen können. Ich würde also die Einlage hier stärker betonen, um den Fuß besser aufzurichten. Und ich würde den Schuh gegen einen Schuh mit etwas mehr Fersensprengung tauschen. Neben der Schuh- und Einlagenversorgung gilt es natürlich, die Sehne effektiv zu therapieren, damit es kein chronisches Problem wird. Das werden wir jetzt machen und danach mit dir ein Übungsprogramm einstudieren, damit du langfristig deinen Fuß gut stabilisieren kannst. Es ist gut möglich, die Sehnenscheide mit einem Eigenblutkonzentrat per Injektion zu behandeln. Cortison bietet sich nicht an, weil es den Sehnenstoffwechsel weiter schwächt. Injektionen an dieser Stelle erfolgen sinnvollerweise unter Ultraschallkontrolle, sodass man direkt in das Sehnenscheidengewebe injizieren kann. Die geschädigte Sehne und die gereizte Sehnenscheide kann man mit Stoßwellentherapie, Lasertherapie und Magnetfeldtherapie regenerativ behandeln. Der Physiotherapeut kann durch Faszientechniken im Bereich der Sehne und des Muskel-Sehnen-Überganges das Gewebe aktivieren und die Muskulatur detonisieren. Bei der Flossing-Therapie wird das Sprunggelenk straff gewickelt und damit auch die Sehnenscheide des hinteren Schienbeinmuskels komprimiert. Es folgen dann 10 Bewegungen zur Mobilisierung des Gelenks, bevor das Flossingband wieder abgewickelt wird. Dadurch kommt es zu einer Mehrdurchblutung und Stoffwechselaktivierung im Sprunggelenksbereich und im Bereich der Sehnenscheide des hinteren Schienbeinmuskels. Führe insgesamt 3 Durchgänge dieser Übung durch. Die Dehnung des hinteren Schienbeinmuskels gelingt durch das Anziehen der Zehen und des Fußes in Richtung der Nase und das nach außen Drehen des Fußes im Sprunggelenk. So wird gezielt die Sehne des hinteren Schienbeinmuskels gedehnt. Die Übung sollte 2-mal für 30 Sekunden gehalten werden. Mit der tiefen Hocke mobilisierst du dein oberes Sprunggelenk. Diese Übung kannst du im Alltag zum Beispiel beim Zähneputzen oder beim Trinken einer Tasse Kaffee einbauen. Du solltest die Übung 2 bis 3 Minuten halten, kannst dies aber auch gerne länger tun. Auch die Dehnung des Schollenmuskels mobilisiert das untere Sprunggelenk und die tiefe Wadenmuskulatur. Diese Übung sollte auf beiden Seiten 2-mal für 30 Sekunden durchgeführt werden. Der herabschauende Hund dehnt die gesamte Muskelfaszienkette vom unteren Rücken, Gesäß und Beinrückseite. So wird auch der Zug des hinteren Schienbeinmuskels reduziert. Wechselschritte ermöglichen eine gezieltere Dehnung der jeweiligen Seite. Du solltest die Übung
mindestens zweimal für 30 Sekunden durchführen. Die Massage des hinteren Schienbeinmuskels mit dem Faszienball reduziert die Spannung des Muskels und somit auch seiner Sehne in der Sehnenscheide. Rolle 10-mal auf dem Ball vor und zurück. Mit dem Exzentriktraining der Wadenmuskulatur an der Treppenstufe kräftigst du die gesamte Wadenmuskulatur und ermöglichst damit auch eine bessere Entspannung des hinteren Schienbeinmuskels. Außerdem wird die Fußstabilität verbessert. Führe die Übung 3-mal mit jeweils 15 Wiederholungen auf jeder Seite durch. Mit dem kurzen Fuß nach Yanda werden die kurze Fußmuskulatur und der hintere Schienbeinmuskel gekräftigt. So wird die Fußstellung stabilisiert. Führe die Übung auf beiden Seiten 3-mal für 30 Sekunden bis zu einer Minute durch. Mit dem Ausfallschritt auf dem Wobble Smart wird die gesamte Fuß- und Sprunggelenksmuskulatur aktiviert. Halte die Übung auf jeder Seite 3-mal für etwa 30 Sekunden. Kreisende Bewegungen im Sprunggelenk unter stabiler Positionierung des Kniegelenkes helfen, den Effekt zu steigern. Mit der Pinguinübung, die aufgrund der Außenrotation der Füße so genannt wird, aktivierst du hervorragend den hinteren Schienbeinmuskel. Mache wechselnde Schritte von links nach rechts und halte die Position jeweils für etwa 1 bis 2 Sekunden. Führe diese Übung 3-mal durch mit jeweils 20 Einbeinständen. So behandelt man eine Sehnenscheidenentzündung des hinteren Schienbeinmuskels. Ganz besonders wichtig sind die korrekte Einlagenversorgung zur Entlastung dieses Muskels, die Dehnung des hinteren Schienbeinmuskels und die Kräftigung der Fuß- und Sprunggelenkstabilität. Das Übungsprogramm, was wir Josie gezeigt haben, kannst du genauso umsetzen. Weitere Übungen, weitere Videos, weitere Informationen zu Sportverletzungen findest du hier in der Playlist und du kannst gerne unseren Kanal abonnieren. Ich wünsche dir viel Spaß beim Training.